Die meisten Elemente werden entweder im Urknall, in Sternen oder anschließend bei der Sternexplosion produziert. Allerdings gibt es drei Leichtgewichte, nämlich Lithium, Beryllium und Bor, die nicht bei diesen Prozessen produziert werden können oder nur in Spuren, wie zum Beispiel Lithium beim Urknall. Und diese drei Elemente werden dann durch Spallationsreaktionen produziert im interstellaren Medium. Spallation bedeutet, manche Kerne werden beschossen oder werden getroffen von einem Proton beispielsweise. Und dieses Proton schlägt dann vielleicht zwei Protonen aus dem Kern raus und dabei entsteht ein neues Element. So ein Beispiel dafür wäre 12 Kohlenstoff, das wird getroffen von einem Proton. Dabei gehen zwei Protonen raus und damit wird es zu einem 11-Bohrkern, beziehungsweise dann zu dem Element Bohr. Oder bei einer anderen Reaktion, wieder wenn man Kohlenstoff hat und dann wird es wieder von einem Proton getroffen, dann gehen vier Protonen raus und auch noch zwei Neutronen raus und dabei wird es dann zu einem 7-Lithium-Kern, also zum Element Lithium. Und diese Spallationsreaktionen produzieren dann eben noch diese drei leichten Elemente. Deshalb auch sind die so selten.